Aufgabe 2. Trage die Punkte A 2 und 2, B 4 und 1, Punkt C 5 und 3 und Punkt D 3 und 4 in ein Koordinatensystem ein. Verbinde die Punkte in alphabetischer Reihenfolge. So, also die Aufgabe wollen wir jetzt erledigen und los geht's. Ich gucke mir erstmal so die Punkte an. X-Koordinate ist einmal 2, 4, 5 und 3. Dann frage ich mich meistens, was ist die größte X-Koordinate? Die ist 5. Also mein Koordinatensystem muss also mindestens 5, am besten 6 oder 7 cm breit sein. So, wie hoch muss mein Koordinatensystem sein? Dafür schaue ich mir erstmal alle Y-Koordinaten an. Der Punkt A hat die Y-Koordinate 2. Der Punkt B hat die Y-Koordinate 1. Der Punkt C hat die Y-Koordinate 3 und der Punkt D hat die Y-Koordinate 4. Also die höchste Y-Koordinate von diesen vier Punkten ist die von Punkt D, nämlich 4. Also muss mein Koordinatensystem mindestens 4, wenn nicht sogar 5 oder 6 cm hoch sein. Ich werde euch anfangs noch Koordinatensysteme vorgeben oder am Anfang der Stunde sagen, wie groß es sein muss und dann kriegt ihr die Punkte eigentlich auch immer ganz gut eingezeichnet. So, auf geht's. Also nach oben 5 oder mehr Zentimeter. Ich nehme jetzt einfach mal 5 Zentimeter. Ich zeichne also erstmal meine Y-Achse. 1, 2, 3, 4, 5. Und gleich beschriften. Das bitte nicht vergessen. An der Y-Achse muss oben ein Pfeil sein und die Beschriftung. Und jetzt in X-Richtung, hatte ich gesagt, mindestens 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann der Punkt A hat die Koordinaten 2 und 2. Ich muss also erstmal gucken, das ist die x-Koordinate, das ist die y-Koordinate. Ich gehe also vom Koordinatenursprung erstmal 1, 2 nach rechts und dann 1, 2 nach oben. Dann B, der Punkt B, hat die x-Koordinate 4 und die y-Koordinate 1. Ich gehe also vom Koordinatenursprung erstmal 4 Einheiten nach rechts, 1, 2, 3, 4 und die Y-Koordinate ist 1, eine nach oben. Also hier ist der Punkt B. So, jetzt gucke ich mir den Punkt C an. Der hat die X-Koordinate 5 und die Y-Koordinate 3. Also gehe ich erst 5 Einheiten nach rechts und dann 3 Einheiten nach oben. 1, 2, 3. Und ich schaue mir den Punkt D an. Der hat die x-Koordinate 3 und die y-Koordinate 4. Also vom Koordinatenursprung erstmal 3 nach rechts. 1, 2, 3 und 4 nach oben. 1, 2, 3, 4. Fertig. Jetzt habe ich also alle vier Punkte in das Koordinatensystem eingetragen. Bis hierhin ist fertig. Hier steht noch was. Verbinde die Punkte in alphabetischer Reihenfolge. Na klar, das machen wir. Ich fange also bei A an und zeichne eine Strecke von A nach B. Dann von B nach C. Dann von C nach D. Und, naja, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, aber ach, ich würde gerne noch von D nach A einzeichnen. Und dann habe ich ein Quadrat. Schön, meine erste Figur. Ach, das hat ja Spaß gemacht.